In den letzten Jahren hat sich in der Region Belstal einiges getan. Im Rahmen eines Pressegesprächs hat man jetzt unter dem Motto „Eine Region geht neue Wege“ über aktuelle Touristenentwicklungen informiert und man hat auch das neue Team des Tourismusbüros vorgestellt. Pölstal, eine Region geht neue Wege. Vorsitzende Sonja Hubmann gewährte im Rahmen eines Pressegesprächs einen Einblick in aktuelle Projekte des Tourismusverbandes Region Pölstal. Der Tourismusverband, bestehend aus den Gemeinden Pölstal, Pöls-Oberkurzheim und Pusterwald, kann auf eine erfreuliche Nächtigungsentwicklung verweisen. Erfreulicherweise haben wir im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr bereits einen Zuwachs von 10%. Kommt daher, dass wir schon sehr viele Gäste zum Wandern in unserer Region haben, aber auch durch die großen Firmen wie zum Beispiel den Dauernwindpark und die Zellstoff Pöls AG. Dadurch werden unsere Nächtigungszahlen gestärkt. Sportliche Schwerpunkte bringen viele Leute in die Tourismusregion Pölstal. Um den Aufschwung weiter zu forcieren, sind für das Jahr 2018 viele verschiedene Aktivitäten und Tätigkeiten geplant. Ja, im Juli beginnt der sportliche Schwerpunkt in Pöls, Pöls-Oberkurzheim, mit dem Mountainbike Extreme. Also das ist eher Radsportbegeisterte, treffen sich in Pöls und Pöls-Oberkurzheim. Nach dem Mountainbike Extreme in Pöls-Oberkurzheim setzen wir wieder auf das Wandern im gesamten Pölstal. Es gibt sehr viele geführte Wanderungen, 3-Tages-Wanderungen und im Herbst speziell eine Wanderwoche. Dann kommt großer Tag der offenen Tür im Schloss Hanfelden für alle Archäologiefreunde, dann ein Hoffest bei der Familie Streibel in Oberzeiring und das große Aufheigeln hier bei der Hofschenke Heigl zusammen mit dem Hoffest des Bauernbundes. Pölstal, eine Region geht neue Wege.